Oh, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Loronas Fluch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Loronas Fluch. Also ich habe echt noch nichts gehört von diesem Film, bevor jetzt dann diese Steelbook-Ankündigung kam. Von den Produzenten des Conjuring-Universums. Ja, Wahnsinn. Ja, Conjuring finde ich eigentlich ganz cool. Annabelle ist nicht so meins, ja, aber was erwartet uns mit Loronas Fluch? Also, gute Kritiken habe ich ja jetzt noch nicht so viele gelesen, um es genau zu sagen, eigentlich noch gar keine. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ist wohl irgendwie, hat das was Mexikanisches, irgendwelcher Fluch, bla bla bla, irgendwo da halt. Viva Mexiko. So, keine Ahnung, um was es sich hierbei handelt. Was ist denn hier los? Ich krieg das hier irgendwie nicht gebändigt, hier das Ganze. So, jedenfalls hat man dann wohl bei Warner gedacht: Mein Gott, da hauen wir mal ein Steelbook raus, ja, damit wir so ein bisschen Umsätze machen. Und die Steelbook-Sammler rennen natürlich da drauf los und organisieren sich das Ding. Ja, klar, ich sag mal so: Schlecht sieht es ja nicht aus. Aber auch die inneren Werte zählen ja ein bisschen. So, und jetzt gucken wir uns genau mal das hier an. Hier haben wir wieder so ein ganz, ganz fantastisches, so eine fantastische J-Card. Guckt euch das mal an hier. Die klebt hier wie Juchte. Zack. Und natürlich hinten auch noch einer. Oh, ganz vorsichtig. Zack. So, haben wir ganz gut weggekriegt, das Ding hier. So, limitierte Steelbook-Edition. Ich habe keine Ahnung, auf wie viel die limitiert ist. Wahrscheinlich mal wieder auf jede Menge. So, J-Card. Genau der richtige Film für alle Fans des gepflegten Horror-Thrillers. Ja, okay. Also so lang, so weit. Ja, da seid ihr bei mir richtig. So, jedenfalls haben wir hier ein paar Specials drauf. Die Legende von La Llorona, Hinter Lloronas Fluch, die Entstehung eines Filmmonsters, nicht verwendete Szenen. Und die Storyboards. Ja, das ist doch schon mal schön. Der ganze Spuk dauert 93 Minuten. Und hier haben wir ein bisschen die Credits, wie ihr sehen könnt. Hier unten die technischen Daten. Was soll ich auch? Ja, jede Menge Sprachen, jede Menge Untertitel und alles Mögliche. Wunderbar. So, jetzt gucken wir uns das Steelbook an. Ja, was soll ich sagen? Großartige Steelbook-Effekte hat es nicht. Es hat auch keine Prägung, aber ich finde das Artwork finde ich echt geil und schön gelungen. Hier so diese Totenköpfe hier an den Ecken, ein bisschen verziert mit Blumen. Das ist schon fein gemacht, finde ich. Auch überhaupt das generell, das ganze Artwork spricht mich doch sehr an. Auch der Druck, ja, auch nicht so das ganz Gelbe vom Ei. Vielleicht könnt ihr das hier gegen das Licht sehen. Das sind so verschlierte Sachen. Ich habe das ja bei Warner Steelbook schon oft angesprochen, dieses Thema, dass es da immer mal so das ein oder andere Problem gibt vom Druck. Ja, was soll man sagen? Jetzt gucken wir mal hier auf den Spine. Blu-ray-Disc, Loronas Fluch und hier unten das Warner-Logo. Und dann haben wir hinten das Back-Artwork. Ja, Wahnsinn. Da ist ja ganz viel zu sehen. Also im Grunde ist es die Front nur ohne die Olle. Und ansonsten ist alles gleich geblieben. Auch der etwas durchwachsene Druck ist gleich geblieben. Aber man muss natürlich schon sehr genau hingucken, muss ich sagen. Also, wenn ihr so genau hinguckt und haltet es gegen das Licht, dann seht ihr hier einfach diese Schlieren drin, diese Streifen und so, dass das keine saubere, gleichmäßige, kein gleichmäßiger Druck einfach ist. Es ist so ein bisschen auf Sparflamme einfach produziert. Gut, ansonsten optisch gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt gucken wir mal rein. Ach Gott. Gut, also schauen wir uns erstmal hier die Blu-ray an. Die ist ordentlich gelabelt. Was will man dazu sagen? FSK ab 16, das Ding ist uncut. Aber jetzt In-Artwork. Ja, es ist Farbe, oder? Es ist farblich. Aber natürlich nichtsdestotrotz. Ja. Okay, also das lasse ich mir noch gefallen, dass man hier drinnen die Credits macht. Das ist mir lieber, als wenn man sie jetzt außen aufs Cover machen würde. Aber
man bräuchte sie nicht, ja, mal davon abgesehen. Man bräuchte sie nicht und ich finde auch, das ist so ein In-Artwork der Marke. Ja, wie soll ich sagen? Ich mache halt mal was da rein, aber dann ist die Gemeinde irgendwie glücklich und zufrieden, aber so richtig schick ist es nicht. Ja, das ist natürlich beim Stil, wo kein Booklet gibt. Ja, daran haben wir uns ja sowieso schon alle gewöhnt, das ist auch klar. Ja, mein Gott. Mir fehlen ein bisschen die Worte, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gucken wir mal, was da so auf der Disc noch drauf ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen entscheidend für eine Gesamtnote. Also, außen hui, innen pfui, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt kommt es noch auf die Disc drauf an. Und dann sehen wir einfach weiter. Wobei ich hier diesen Schriftzug hier oben, ich denke, da werdet ihr mir zustimmen, auch, den hätte man sich echt schenken können. Das ist in weiß geschrieben, mein Gott. Wen interessiert das, ob das jetzt von den Conjuring-Machern ist? Also, die Info, die habe ich. Ja, die habe ich dann auf der J-Karte oder die habe ich schon vorher gelesen. Aber verhunzt doch nicht immer so die Steelbooks da. Also, ich verstehe das einfach nicht. Ja, dass man, da macht man sich irgendwie keinen richtigen Kopf. Oder man, die Leute, die sowas verantworten, die wissen nicht, worauf es eigentlich ankommt, ja, auf das einfach auf ein geiles Design, auf ein geiles Artwork, das einfach Bock auf den Film macht, für die Sammler da ist, aber ja, gut. Loronas Fluch hier bei Bloody Unboxing. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst wieder zu einer neuen Ausgabe. Tschüss!